Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und wie ihr schon sehen könnt, habe ich euch mal wieder etwas mitgebracht. Heute haben wir nämlich Überraschungseier, 4 Stück My Little Pony. Ja, hier hinten drauf könnt ihr sehen, was für Ponys da so drin sind. Und ich mache die Box hier einfach mal auf. Und ich bin schon gespannt. Ja, hier sind also 4 Überraschungseier für Mädchen drin. Und auf der Verpackung steht natürlich, dass hier mindestens 2 Figuren garantiert sind. Das heißt also, mit ein bisschen Glück kriegen wir also mindestens 2 Figuren von My Little Pony bzw. von den Equestria Girls. Ich bin schon mal gespannt. Also, das erste Überraschungsei für heute ist dieses hier. Ja, also drückt mir den Daumen, dass hier vielleicht ein Pony drin ist. Ich hoffe ja immer, dass Twilight Sparkle drin ist, denn ich habe es ja schon auf diesem Kanal öfters erwähnt. Twilight Sparkle ist natürlich mein Lieblingspony, wobei ich mich immer gar nicht entscheiden kann. Die sind natürlich alle süß, Rarity, Applejack, Pinkie Pie, Fluttershy, wie sie alle heißen, aber Twilight Sparkle ist für mich persönlich etwas ganz Besonderes. Also mit ein bisschen Glück haben wir Twilight Sparkle, nein, das ist natürlich nicht Twilight Sparkle, das ist überhaupt gar kein Pony, das ist etwas anderes. Aber muss ja auch nicht schlecht sein, oder? Ja, guck mal nach. Das sieht aus wie ein Ring. Okay. Auch nicht verkehrt. Nein, ist kein Ring, das ist ein Hund. Ein Hund mit einem Halsband, mit einem Herz. Und ich glaube, das Halsband kann man auch als Ring verwenden. Ja, okay, macht natürlich Sinn. Der Hund ist auf jeden Fall super süß mit den großen Augen und dem großen Kopf. Fehlt natürlich noch das Herzchen-Halsband. Aber wie gesagt, das kann ich mir auch als Ring hier auf den Finger stecken. Geht bei mir natürlich nur auf den kleinen Finger. Ihr habt bestimmt kleinere Finger als ich, dann geht er auch auf den Ringfinger. Aber naja, ich lasse den Ring einfach mal drauf und weiter geht's mit dem nächsten Überraschungsei. Denn wir sind ja gar nicht so sehr an den Hund interessiert, sondern wir wollen ja direkt zu den Ponys. Was ist denn eigentlich euer Lieblingspony? Ist das vielleicht auch Twilight Sparkle? Oder ist es, keine Ahnung, jemand anderes wie... Ach, Rainbow Dash oder aber Applejack. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Naja, wir gucken erstmal, was wir hier haben. Das ist das zweite Überraschungsei für heute. Und ja, das sieht auch nicht aus wie ein Pony. Nein, definitiv kein Pony. Wir haben schon wieder einen Ring. Das sind sogar 3 Ringe insgesamt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben mehr Ringe als Ponys hier in diesen Eiern. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Ist ja auch irgendwie eine Edition für Mädchen. Ich steck das mal hier auch auf diesen Finger drauf. Na, der passt schon nicht so richtig. Die sind tatsächlich für mich alle so ein bisschen zu klein. Ich probiere das nochmal mit diesem Ring hier. Na, gerade so ganz vorne drauf. Naja, ist auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, ich bin sowieso nicht so der Ringtyp. So, wir haben noch 2 Eier und da ja auf der Verpackung stand, dass hier mindestens 2 Ponys garantiert sind, dann sollte in beiden Eiern natürlich jetzt auch ein Pony zu finden sein. Andererseits wäre ich natürlich schon sehr verblüfft, wenn das nicht der Fall ist. Also, ich bin mir relativ sicher, dass hier Ponys drin sind oder eben diese Equestria Girls. Okay, also Schokolade beiseite und... ich kann es kaum glauben, das sieht doch definitiv nach Twilight Sparkle, beziehungsweise nach den Girl dazu aus. Cool, dass ich das heute noch miterleben darf, ich bin da wirklich richtig happy drüber. So, also wie gesagt, schon 3-mal erwähnt, das ist mein Lieblingspony. Ja, Twilight Sparkle haben wir bekommen, steht auch hier drauf. So, wir drehen das mal um. Also hier links sind die Ponys, die man alles finden kann. Fluttershy, Rainbow Dash, Pinkie Pie und Twilight Sparkle. Und dann haben wir die entsprechenden Girls dazu. So, da müssen die Beine hier unten dran gesteckt werden. Und als Ständer gibt es diesen Kamm. Man kann damit das Haar kämmen. Das kennt ihr vielleicht, ja. Richtiges Haar hinten dran sogar. So ein Pferdeschwanz. Haben wir also einen Kamm. Und man kann es auch als Ständer verwenden, indem ich das jetzt hier reindrücke. Und das Ganze steht dann hoffentlich auch. So, also damit bin ich schon mal schwer zufrieden, aber das Beste ist, wir haben natürlich noch ein weiteres Ei und ja, wir können eigentlich schon schwer davon ausgehen, dass hier auch ein Pony drin ist. So, die Frage ist, wer ist es? Ich glaube nicht, dass nochmal Pinkie Pie, Entschuldigung, Twilight Sparkle drin ist, aber vielleicht kriegen wir Pinkie Pie oder Fluttershy oder aber Rainbow Dash. So, nun, das sieht aus wie Pinkie Pie, ja, definitiv Pinkie Pie. Kann man an der pinken Farbe erkennen. Naja, gar nicht so schwer.
So, ich zeige euch mal das Ganze hier, wie das aussieht. Das Pinkie Pie mit den Luftballons auf den Hinterteilen. So eins von vier Ponys, beziehungsweise acht, wenn man die Girls dazu zählt, die man hier drinne finden kann. Und auch hier ist wieder ein richtiger Pferdeschwanz, den man bürsten und kämmen kann. Da ist nämlich so ein kleiner Kamm dabei. Und dann kann man das Ganze hier irgendwie versuchen so reinzudrücken und das Ständer zu verwenden. Ja, funktioniert nicht so richtig. Ja, ist auch egal. Also, ich bin zufrieden. Wir haben Pinkie Pie und Twilight Sparkle. Was ist euer Lieblingspony? Was ist euer Lieblingsüberraschungsei? Schreibt es mir wie immer unten in die Kommentare. Ich bin wie immer gespannt über eure Meinung. Die Ringe fand ich auch nicht schlecht. Ja, da ist auch nochmal Rainbow Dash zum Abschied. Also, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, den UI-Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns nämlich alle gemeinsam das nächste Mal wieder, wenn wir wieder Überraschungseier, Blindbags und andere Spielzeug auspacken. Also bis dahin, tschüss!